Bethesda Gaming Studios presents The Elder Scrolls 5, Skyrim. Und damit begrüße ich euch herzlich zu unserem, ich würde schon fast behaupten, seit langer, langer Zeit ersten richtigen Let's Play. Ich bin der Ramukun und ich weiß, es ist jetzt 8 Jahre gibt es das Spiel schon und ich konnte mich nicht mehr halten. Und ja, ich würde sagen, wir tauchen einfach ins Spiel ein. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ja. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau. Wem sagst du das? Wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ja. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Ja, das sehe ich auch so. Diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Na, mehr Brüder, würde ich jetzt mal behaupten. Selber Schnauze. Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Ich will aber noch nicht sterben. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht. Ich habe übrigens das Spiel ein bisschen gemoddet, also wenn ein paar Sachen anders aussehen als bei euch in-game oder so, ja, ich habe ein bisschen was gemoddet. Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Horixstadt. Ich komme aus Horixstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Oh. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich will aber noch nicht sterben. Nara, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttchen, bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Ungut. Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Ob Pilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut? Das würde mich auch interessieren. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ja, Papa. Ja, Papa. Warum der arme Junge. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Das klingt nicht gut, hier Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Doch, doch. Wir können nicht. Wir sind keine Rebellen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die. Muss das sein? Sagen, wir gehören nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Tilly! Nein, nicht erschießen, lass ihn doch laufen. Sonst noch jemand fliehen? Warte, nee. Ihr da, tretet vor. Ja. Wer seid ihr? Wer sind wir? Also wir sind auf jeden Fall im Nord, würde ich behaupten, oder? Ja, wir sind keine Tiere. Also wir sind ein Nord. Nehmen wir so. Körper. Wir gehen das jetzt einfach mal durch. Wir machen es jetzt einfach mal, weil... Geschlecht. Achso, gibt es nur dann die zwei Optionen. Achso, okay. Wir sind...
männlich. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das Charaktermenü hier drinnen lasse, aber ich denke mal schon, was sind denn Vorgaben? Achso. Aha. Wir nehmen jetzt einfach mal die langen Haare. Hautfarbe. So, relativ hell. Wir sind ja ein Nord. So. Kopf. Eigentlich ist mir das ein bisschen egal. Gesichtsfarbe. Aha. Ne, dann nehmen wir die. Schmutz. Dann sind wir schmutzig. Das Schlimme ist, es interessiert mich eigentlich gar nicht, wie wir aussehen. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Charaktermenü machen müssen. Aber ist egal, das gibt mir gerade ein bisschen Zeit, mich mit euch zu unterhalten. Ich habe auch schon vergessen, meine Uhr anzumachen. Leute, ist gar nicht gut. Ewig nicht mehr aufgenommen. Also für die Leute, die sich erstmal wundern, fangen wir mal so an. Der Kerl hat doch Kingdom Hearts angefangen und nie weitergemacht. Warum jetzt das? Ganz einfach, weil ich Bock zu habe. Nehmt es mir bitte nicht für übel. Warum heißen wir Gefangene? Ich hoffe, das können wir noch ändern. Narben haben wir keine. Nee, und wie gesagt, ich hatte einfach mal Lust und ich habe ein bisschen was gemoddet. Mal sehen, ob es auffällt, ob es überhaupt was bringt. Ich habe einfach mal reingehauen. Ich habe heute die ganze Nacht daran gearbeitet. Ich hoffe, es wird gut. Nasenhaare. Nasenhaare, oh Gott. Jetzt ist es soweit. Nasenhöhe kann eigentlich so bleiben. Nasenlänge, Kieferhöhe. Lassen wir jetzt einfach mal so. Augen. Lassen wir so Augenfarbe. Augenfarbe hätte ich gerne braun, ne? Weil ich bin... I? Aha. Eigentlich wollte ich braune Augen haben und nicht irgendwie sowas. Dann bleiben wir bei den blauen Augen. Lidfarbe, das ist mir eigentlich... Lidschatten... Das sind mir so Sachen, da habe ich mir noch nie... Braunart brauchen wir auch nicht. Geht. Mundform gefällt mir auch. Haare. Haare sind schon interessanter. Obwohl eigentlich, wir sind ein Nord. Irgendwelche typisch nordischen langen Haare eigentlich. Mit dem Kriegerzopf her und Bart. Bart ist dann schon viel interessanter, weil ich ja selber Bart habe. Gibt es mein Bart? Ja, einen schönen Vollbart. Und Haarfarbe gibt es wenigstens im Braun. Ja, nehmen wir die. Gut. Aber wir heißen hier nicht Gefangene. Ah, beenden und dem Charakter einen Namen geben. Okay. Okay. Dann sind wir. Wir nennen uns mal der Ramo. Weil wir könnten uns jetzt irgendwelche Wikinger-Namen. Ich habe auch lange drüber nachgedacht vor dem Game. Aber wir sind einfach der Nordramo. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Ja, aber warum? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Ich gehe auch gerne wieder. Er geht zum Block. Wie ihr zum befehlt, Block? Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier. Ich will aber nicht sterben. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Okay, alles klar. Aber es muss wirklich nicht sein. Wir können über alles reden, Leute. Ich habe bestimmt auch irgendwo noch eine Münze. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Aha, interessant. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Es hört sich nicht wie nichts an. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt. Und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Denke ich auch. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen?
Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalumter Nord, ihr seid dran. Ich? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Nein, wir können ruhig warten und gucken, was das ist. Geht! Ich will aber nicht. Ich hab noch Besuch, der kommen will. Wollt ihr nicht vielleicht warten? Oha, nicht so grob. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Hallo? Ein Drache? Wie ist das möglich? Jawohl, ja. Au. Oh Gott. Jawohl. Wie du befiehlst. Das stimmt, Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los, jetzt! Aber wohin? Los! Okay, ich folg dir, ich folg dir. Aber was mich gerade so geringfügig stört. Einstellung, das nervt gerade echt. Musik, Stimmen dürfen ruhig ein bisschen lauter. Weil die Musik ist halt sehr krass. So. Oh! Zurück! Oh! Ja. Dude, hallo? Auf der anderen Seite? Ja. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los! Wir folgen euch, sobald wir können. Okay. Oh, Hässlicher, stinkender Drache. Wir müssen den jetzt aber noch nicht bekämpfen. Oh. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Ja, okay. Kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden, Antwar. Okay, ich komme jetzt mal einfach mit dir, ja? Ich habe zwar keine Waffe, was... Aber, ja. Bleibt nah bei der Wand. Okay. Braves Füllchen. Schnell, folgt mir! Gott. Lasst mich da alle in Ruhe. Scheiße, scheiß Urlaubsort. Jetzt sind es nur noch vier. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann! Diesmal haltet ihr uns nicht aus! Fliehen hört's gut an. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sohnkarte. Los, in die Festung! Nee. Nee, ihr wolltet mich töten. Komm schon! Nee, die wollten uns töten. Das ist jetzt gar keine Entscheidung. Toben Kaiserlichen. Wollten uns einfach töten. Haben schon jemanden getötet. Nee. Ist mir egal, was zwischen euch vorgefallen ist. Ich gehe zu denen. Interessanter Start. Ich bin ehrlich, ich bin Skyrim noch total ungeprägt. Betritt die Festung mit Hadvar. Alles klein, komm aus Helgen. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Armer Dude. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Scheint das so. Ding war ein Drache. Kein Zweifel. No shit, Sherlock. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Oh Gott. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her.
Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja. Hier. Ach, danke. Ihr könnt euch Grunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Alles klar. Durchsuchen. Eisenkriegsaxt, Sturmmantel, Brustpanzer und Feldstiefel. Das hört sich doch gut an. Na schön. Ein Moment, nix, na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ah, mit Tab, okay. Und dann bestimmt auf Objekte. Und so, und dann als Waffe rüsten wir die aus. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Okay, alles ja, klar. Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Achso, oh Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon, die wollen sonst wohin schicken. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Hallo? Kommt schon, die Kaiserlichen! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. Freiheit oder so! Lass die Sturmmäntel nicht entkommen! Stirb! So, jetzt stehen wir richtig. Stirb! So. Vielleicht hatte ja einer von den Kaisern. Also die nehmen wir, die nehmen wir, die nehmen wir, die nehmen wir. Und kaiserliches Schwert, das nehmen wir auch. Ein Eisendolch, vielleicht können wir noch verkaufen. Dieses Ragdoll-Movement, ne? Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir auch. Das Schwert nehmen wir auch. Den Eisendolch nur, falls wir verkaufen wollen. So. Mal sehen. Einen Moment. So, Objekte. Okay, der wiegt weniger. Ich bin eher ein Schwertmensch. So, bekleidungstechnisch ziehen wir uns gleich mal um. Ich weiß nicht, ob das sinnig ist, uns wie die Feinde anzukleiden. Aber es ist mir gerade egal. Weil wenn, dann schon einmal gut gepanzert. Ja, und ein Schwert. Super. Hier stehen wir nun mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ja, okay, wie die Tür öffnet. Ja, mach. Ich krieg sie nicht auf. Das wär's. Guter Junge. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Jetzt hab ich den Krug. Was will ich mit dem Krug? Naja, egal. Aber ja, okay, wir hauen ab. Ich habe auch keinen Bock auf Drache. Das bin ich jetzt mal ehrlich. Oh Gott. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Hey Jungs. Party. Sturmmäntel, kaiserliche Hunde. Stirb. Stirb doch einfach. So, gibt's hier was Interessantes? Was von Wert? Die ist von Wert. Das Schwert ist von Wert. Wir müssen halt gucken, wir haben eine Tragekapazität, das weiß ich noch. Wir nehmen uns mal die Rüstung alle mit. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir Geld gut gebrauchen können. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke findet. Ja, habe ich schon gleich gefunden. Wein, klar nehmen wir Wein mit. Nee, das brauchen wir nicht. Das hört sich gut an. Salz. Salz ist Leben. Rot. Rot ist immer gut. Ein Kessel mit Zeug drin. Toll. Na egal. Kaninchen will ich nicht. Wir müssen ja auch mal. Was heißt es noch? Ich bin, das ist nicht nett, was ich mache. Die armen Kaninchen. Ich musste Vegetarier oder Veganer werden. Nee, natürlich nicht. Fast durchsuchen. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Zaubertrank der geringen Magika. Stellt 25 Punkte Magika wieder her. Mana? Magika? Wir sagen mal Mana bestimmt. Und Heiltränke. Das versteht sich doch von alleine. Das hört sich doch schon mal ganz gut an.
Hier auch ein Trank. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass man Bücher lesen kann. Das interessiert mich auch. Das weiß ich auch noch. Fertig. Klaro. Ready when you are, Meister. Ja. Hört ihr das? Kommt schon. Das war schon alles? Nicht töten. Stirb. War Jarl Ulfric bei euch? Irgendwas Wichtiges? Nö. Nein. Nö. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Okay, ich hätte vielleicht zuhören müssen. Schloss knacken. Benutze Maus, um den Dietrich zu drehen. Und W, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto... Blablabla, ja. Kriegen wir schon hin. Ah, okay. Easy. Ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir Gold, das klingt doch mal gut. Magier Gold. Das gibt Geld. Das hört sich gut an. Und was nehmen? Zauberbuch, Funken. Objekte? Alle? Zauberbuch. Okay, ich wollte eigentlich mal, ob ich das lesen kann. Funken gelernt. Okay. Habe ich jetzt nicht so geplant, aber okay. Fertigkeit. Ich bin total verwirrt. Karte. Zerstörung. Oh. 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 Okay. Ich glaube, wir können jetzt... Einen Moment. Das hört sich gut an. Ich glaube, den behalten wir. Den nehmen wir. So, jetzt gucken wir erstmal, ob es hier was zu looten gibt. Das bringt alles kein Geld. Ein Schild 60. Ja, nehmen wir das nochmal mit. Dietriche. Immer. Eisendolch. Oh, Geschick. Lesen. Was? Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs. Band 1. Ja, klar, lesen. Okay, so. Da gibt's was. Da kann man bestimmt mal erstmal mitnehmen. Kann bestimmt mal Lesestunden draus machen. Hier noch irgendwas. Hier ist noch ein Buch. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 2. Gleich mitnehmen. Bücher gehen immer. Bücher gehen immer. Was haben wir hier? Buch des Drachenblutes. Ich nehme einfach mal mit. Vielleicht mache ich da mal eine Lesestunde draus. Alles nehmen. Kann ich den Tornister nicht einfach nehmen? Naja, egal. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich komme. Wir können im Ralof. Wo geht's hier? Toll. Das sind bestimmt so Gefängniszellen, so wie das aussieht. Sieht. Hallo? Na, immerhin. Immerhin hat das Skelett Gold dabei. Wenn dieser Idiot das schon nicht dabei hat, dann mindestens das Skelett. Ja, ich brauche das Gold. Hetz mich nicht. Einfach mal nicht hetzen. Da, der hat auch noch Gold. Du hast selbst gesagt, wir brauchen das Gold. Und jetzt mich blöd anmachen wollen. Ja. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Machen wir. Schäfchen. Ich frage mich echt, wo die uns hinführen. Ich habe schon keinen Plan, wo wir sind. Oh. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullus hier ist. Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache... Stirb! Zack! Die Feuermagie ist aber gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das machen wir später. Sorry, Leute. Steh auf eurer Seite. Gut. Stirbt!
Lasst meine Freundin in Ruhe. Havana Kedavra oder wie das hieß. Ah, nee, falsch. Das war ja definitiv falsch. Haben wir noch Reichweite? Ja. Zack. Finisher. Wir gehen voraus. Seht nach, ob der Weg frei ist. Ich glaube, wir haben niemanden, der uns noch hilft. Aber egal. Bogen nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das bringt halt alles ein bisschen Geld. Aber ich weiß, ich glaube, das wird mein Verdammnis, wenn ich jetzt sage. Pfeile und Langbogen haben wir ja schon. Das tut mir so ein bisschen leid für dich, Dude, dass du tot bist. Aber du bist halt tot. Also kann es mir eigentlich auch egal sein. Kein Stress, ja? Immer mit der Ruhe. Eisenpfeile. Nichts Wichtiges oder Interessantes. Die können doch mal Gold mit dabei haben. Oh, da war wieder kaiserliche Rüstung. Die gibt anscheinend Kohle. Eisenpfeile. Ja, einen Langbogen haben wir jetzt. Wir brauchen nicht alles mitnehmen. Wir wollen ja ein bisschen Platz im Inventar haben. Wenn ich so gucke, bei Objekte, und ich sehe, wir sind jetzt schon fast voll. Ich glaube, das wird für uns nicht einfach. Weil man will zu vieles mitnehmen. Ja, Ralof, beruhig dich. Mal sehen, wo das hier hinführt. Oh, eine Fackel. Das neue Feuer, was ich reingemacht habe, ist da. Hallo. Das ist da draußen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auch kein Drache. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg. Würde ich auch sagen. Machen wir so. Gehst du bitte vor? Du kennst dich ja anscheinend aus im Gegensatz zu mir. Ja. Lauf doch. Du musst nicht auf mich warten. Ich bin genau hinter dir. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Traurig. Wir sollten es wohl besser hier der Lauf. Versuchen. Du scheinst ja hier schon mal unten gewesen zu sein. Junge. Ist das eine Spinne? Ach nee. Tatsächlich. Frostspinnen. Stirbt, die Ungeziefer. Nicht sprengen. Ich hasse diese verdammten Biester. Aber ich erst. Die haben viel zu viele Augen. Also ich finde die Beine jetzt schlimmer, aber ja. Hallo? Oh, da. Warum kann ich ihn die durchsuchen? Das ist doch widerlich. Die haben sogar mal einen Snack gehabt, glaube ich. Hat aber immer noch der Snack und Dietrich mit dabei gehabt. Ich will gar nicht überlegen. Schlimm. Hallo? Bleib hier. Lass mich nicht allein. Ekelhaft. Spinnen. Eigentlich mag ich ja Spinnen, aber unser Charakter mag anscheinend keine Spinnen. Ja. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Ja. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt immer nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Alles klar. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Nee, wir lassen das. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Bleib weg, Bär. Wir müssen dahin. Oh Gott. Ach, scheiß auf den Bären. Nein,
bescheuerter Bär. Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte dich am Leben lassen. Na egal. Jetzt haben wir ihn getötet. Scheißegal. Ich habe eigentlich gedacht, wir lassen ihn am Leben, Ralof. Ralof? Oh, oh, hier hätten wir gar nicht lange. Okay. Ja, gut. Dann bin ich vielleicht doch ein Bärenschänder. Mein Gott. Huhu. Ja, war jetzt schon uncool. Kann man hier... Okay, da gibt's nichts. Man muss ja gucken. Lasst mich einfach gucken. Stresst mich nicht. Das scheint der Weg nach draußen. Tatsächlich. Ich wusste, wir würden es schaffen. So, Geist? Oder raus? Ach so. Ja gut, daran kann ich mich auch noch erinnern. Damals wurde ja noch alles mit Loading Screens gemacht. Ja, ja, Bethesda. Ihr wart schon nicht blöd. Wartet. Ich warte, ich bin hier. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal besser so. Immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmern. Ja, das wird gut. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Das wird gut. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht Können gedacht. Wir nicht einfach zusammenbleiben? So ein bisschen. Weil an sich fühle ich mich eigentlich relativ sicher mit dir, Ralof. Du brauchst bestimmt einen Sidekick. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmels Das war der Plan. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulf. Und der ist wo? Lebt, hat überhaupt überlebt? Schließlich dem Aufstand der Sturmmittel an. Stand da eben gerade. Ich war nicht schnell genug. Aha. Sieht schon noch gut aus für die Zeit, wo das Spiel rausgekommen ist. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturzhügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dass der Tod einem irgendwann allgegenwärtig ist. Ist ja im normalen Leben eigentlich nicht anders. Wo gehst du hin? Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Ich würde jetzt mal persönlich behaupten, weil ich ja die erste Folge eigentlich nur so als ein kleines auch für mich reinschnuppern nehmen wollte, weil ich ja persönlich noch nicht wusste, ob es mit dem Aufnahmenehmen klappt. Ob die Mods ansatzweise funktionieren und wie es aussieht, funktioniert auch ein Großteil der Mods wegen grafiklichen Mods irgendwie jein. Aber bis jetzt sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Also zumindest die Face-Mods klappen und so. Also ich bin guter Dinge. Ich würde hier erstmal abmoderieren, würde das die erste Folge beibelassen. In der nächsten Folge probieren wir uns mal hier an diesen komischen Sockelstein-Viechern-Dingern da, ne? Diese, ne? Da. Und ich persönlich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Und ja, mit dem schönen Blick sage ich ciao mit au, tschö mit ö. Ich bin euer Ramokun und wir sehen uns, wenn es wieder mal heißt, willkommen zu Skyrim Special Edition. Ciao.